Spätestens seit dem Erfolg von Lisa Unruh, Michelle Kroppen und Charlene Schwarz bei den Olympischen Spielen in Tokio ist Bogenschießen wieder in aller Munde. Doch dabei hat Deutschland viel mehr zu bieten als diese drei Ausnahmetalente. Wie zum Beispiel die Berlin Open. Das höchstdotierteste Bogenschießevent des Landes lockte knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 20 Nationen für 3 Tage ins Horst-Korber-Sportzentrum. Und natürlich sind auch wieder die Parasportler am Start. Ich freue mich total doll. Also ich war ja schon bei Bronze total zufrieden vor 2 Jahren, aber ich freue mich jetzt, dass ich Gold gewonnen habe. War ein spannender Tag, war ein sehr interessanter Tag, aber ich bin umso glücklicher, dass es jetzt so gut geendet hat. Das Highlight sind natürlich die Goldfinals am Sonntag im Recurve und Compound. Dort konnte sich Florad Klim souverän mit 6:0 gegen ihren Landsmann Andreas Kretschner durchsetzen. Die Erleichterung ist ihr anzusehen, denn im Viertelfinale wäre sie beinahe ausgeschieden. 2 Millimeter trennten Felix Wieser von einer 2. deutschen Goldmedaille an diesem Wochenende. Nach einem 1:5 Rückstand und einer fulminanten Aufholjagd rettete sich der deutsche Recurve-Schütze zwar im Shootout, musste sich aber dann schließlich doch gegen den Niederländer Steve Weiler geschlagen geben. Der Sportler sagt, es war ein hochwertiges Match, es war ein guter Wettkampf. Wir haben sehr gekämpft und sehr viel Erfahrung auch nochmal gesammelt. Abräumer des Wochenendes waren aber die Niederländer. Mr. Perfect, Mike Schlösser, ließ nichts anbrennen. Nur 2-mal in diesen 3 Tagen verfehlte er die goldene Mitte und auch im Compound-Finale gegen den Dänen Martin Damsbro erzielte er 150 von 150 Ringen. Seine Ehefrau Gabi, ihrerseits im Recurve-Bereich unterwegs und die mit Steve Weiler Olympiasilber im Mix gewann, verlor zwar ihr Finale gegen die Ukrainerin Polina Rodionova, doch das minderte die Freude der beiden nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin sehr glücklich, obwohl ich etwas entmutigt hergekommen bin, weil ich davor nicht so gut geschossen habe. Aber heute hat einfach alles gepasst und es hat gut getan, wieder auf der großen Bühne zu stehen. Und hier nochmal eine Kursübersicht der Siegerinnen und Sieger. Die Berlin Open 2021 ein Erfolg aus deutscher Sicht. Denn die Bogenschützinnen und Schützen haben bewiesen, dass sie auch auf internationaler Bühne angreifen können. Genau wie die Damen Unruh, Kroppen und Schwarz.